Hallo ihr Lieben, Tortellini sind bei uns wirklich heiß geliebt und für mich eine gute Chance, ein bisschen Gemüse unterzumogeln. Ich zeige euch heute ein leckeres Rezept mit Tortellini-Ricotta-Spinat, was ist denn das für ein Satz? Mit Ricotta-Spinat-Tortellini. Ricotta-Spinat-Füllung und Champignon-Tomatensauce. Und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich starte mit der Zwiebel, die schneide ich jetzt erstmal klein. Als nächstes würfel ich den Knoblauch fein. Und jetzt schneide ich noch die Champignons. Ich habe jetzt hier die größeren, die viertel ich. Wenn ihr nur so kleine habt, dann könnt ihr die halbieren. Ich nehme gern die braunen Champignons. Die haben nämlich ein bisschen weniger Feuchtigkeit und sind deshalb fester und auch aromatischer. Als erstes dünste ich die Zwiebeln an und nehme sie dann wieder aus der Pfanne. Hier nicht zu heiß werden, die sollen wirklich nur glasig andünsten. Die Champignons will ich jetzt bei ganz hoher Hitze anbraten, deswegen nehme ich die nochmal raus. Die meiste Flüssigkeit ist jetzt verdampft. Ich gebe jetzt meinen Knoblauch dazu. Den lasse ich nur ganz kurz mitbraten, damit er nicht anbrennt. Dann können auch schon wieder die Zwiebeln dazu und die Tomaten. Boah, das riecht schon so gut. Einen Schuss vom Balsamico-Essig. Das alles gut unterrühren und dann ein bisschen köcheln lassen. Ich nehme heute Ja-Tortellini mit cremiger Ricotta-Spinat-Füllung und die koche ich nicht in Salzwasser, sondern lasse sie direkt in der Soße gar ziehen. Und jetzt einfach unterrühren. Lasst die Soße wirklich nicht zu stark kochen, sondern die Tortellini echt nur so gar ziehen, damit die schön ihre Form behalten und nicht zerfallen. Den Mozzarella gieße ich kurz ab, zupfe ihn in kleine Stücke und gebe die dann über die Tortellini. Und ich gebe da jetzt nochmal den Deckel drauf, damit der Mozzarella richtig schön schmelzen kann. Und jetzt mache ich hier mal klar Schiff. Oh, das sieht aber lecker aus. Mm. Noch ein paar Pilze. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch ein bisschen Basilikum drüber zupfen. Riecht so gut, probiert das unbedingt auch mal aus. Lasst mir auch gerne ein Like da und Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich probiere jetzt mal. Mmh, super lecker.